It is natural to die. Hallo Leute, wie ihr im Titel seht, heute nur ein Mikro-Stream. Ich bin wirklich nicht lange online, aber ich will wirklich gar nichts machen auf dem Charakter, ohne dass ihr dabei seid. Deshalb trotzdem der Stream. So, und zwar... Der Tolli hat mir was geschickt. Wir rennen jetzt nach Westfall. Holen den Flugpunkt und dann fliegen wir erstmal nochmal zurück. Ja. Also ich bin das letzte Mal schon bis nach Stormwind gerannt. Ich habe auch... Ne, ich war in Stormwind. Bin jetzt gerade auf dem Weg mal Richtung Westfall den Flugpunkt holen und dann muss ich noch ins Rotkammgebirge für die Kriegerquest. Der Spießroutenlauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nur nicht mehr, ob der schwer war. Ja, Magier ist eine der beliebtesten Klassen. Magier ist eben Bach. Ja gut, Essen und Trinken selbst herstellen, schnell reisen in alle Hauptstädte und ich glaube noch Terramor oder wohin später. Hat schon was. Macht viel Damage. Später der mächtige Eisblock. Dann bist du ja noch Imbacher. Imber, Imberer am imbersten Tape. Okay, ja gut, er hatte letztens schon gesagt, dass er sich vielleicht operieren lassen will. Gildenname, oh je. Ich habe absolut keine Ahnung.
Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Wat? Oh, haben sie schon einen? Oder so? Oder er ist einer und will den Loot nicht teilen. Hallo? Schönen Tag auch. Ja, wie gesagt, ich denke, dass da schon ein Magier in der Gruppe ist. Gerade Priester freut sich über kostenloses Wasser. From the vending machine. Genau. BFT. Nice. Bist ja schon 31, ja. Jemand Lust auf Gnome? So, das wird ein langer, langer Weg. ja, ich hatte mir extra gedünsteter Mandu gekauft. Ein ganzes Stack, 20er. Du kriegst einen Anruf. Das war nur kurz da. Also. Hm.
Stimmt, ich glaube, die, was ist das? Der Friedhof auf jeden Fall. Und als nächstes kommt gleich die Bibliothek, oder? Ja. Genau. Der Friedhof macht man eher selten. Ich weiß nicht mehr, wie die Teile heißen. Genau, im Kloster droppt, glaube ich, viel Seide. Geh ganz viel Kloster. Achso, ich muss noch gucken. Ich habe gesehen, du hast mir Post geschickt, aber ich habe noch nicht in der Briefkasse geguckt. Das wäre nice. Genau, Friedhof, Bibliothek, Kathedrale. Das vierte, weiß ich nicht mehr, wenn es vier Teile waren. Und denk dran, den Schlüssel aufheben. Den brauchst du nochmal für Stratholm oder Scholomanz, ich weiß nicht mehr. Warte, das Kloster. Okay, das war im Sumpfland, nach oben, Arati-Hochland, Tarensmühle, da irgendwo Silberwald, glaube ich. Ja? Ah ne, da ist die Burg Schattenfang. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Kloster ist. Oder war das auch dort, ein bisschen weiter nördlich? Ja? Ach ja, da ganz oben, Tirisfall, genau. Ja, da war ich auf dem richtigen Weg, nur noch weiter nach Norden. Ich habe, wann war das? Anfang der Woche irgendwann festgestellt, die haben ja die Folge 20 von Elemania jetzt tatsächlich gemacht und die Geschichte damit abgeschlossen. Sogar ein Zweiteiler. Elemania? Sagt dir nix? Das World of Warcraft Hörspiel. Ja. Das habe ich früher, als ich WoW gezockt habe, gesuchtet. Nur dann, wie gesagt, die haben das am Anfang, war das ein ganz kurzes Hörspiel immer, so ein bisschen lustig. Und dann hat es ging es immer länger und dann irgendwann hatten die wohl keinen Bock mehr oder teilweise. Und dann hat es ewig gedauert, bis eine neue Folge rauskam. Und dann hat die Folge 19 mit dem Cliffhanger aufgehört. Und die Folge 20 kam einfach nie. Und dann haben sie wohl 4 Jahre nach Folge 19 haben sie die Folge 20 doch noch gemacht. Und die Geschichte abgeschlossen. Bevor die Folge 20 rauskam, gab es dann Elemania 2.0, was ein bisschen dann in der Zukunft von Elemania gespielt hat, mit teilweise der Kinder, aber da gab es nur 4 Folgen. Und dann war da auch schon wieder Schluss. So.
Dann haben wir den Flugpunkt auch schon mal. Ja, Flugpunkte hole, wenn man Zeit hat, ist sowieso nie verkehrt. Vor allem dann wartet alles, aber wenn du Glück hast, hätten sie einen Hexenmeister. Hallo. Ab Stufe 20 kann der dich zu sich porten. Mögen eure Reisen sicher sein. Hallo. Seid vorsichtig. Wie geht's? Man sieht sich. So, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, für zur Rettbahnhöhle zu kommen und wieder zurück. Müsste ja schaffbar sein. Ja, im Rotkammgebirge halt. So, ich habe hier einen Debuff Gerstenbräu für 10 Minuten. Ich nehme an, der lässt mich die Gegner niedriger sehen, als sie wirklich sind, weil ich torkel total durch die Gegend. Das ist die Kriegerquest. Ja, ich habe, genau. Ich habe eine Stunde für dorthin zu gehen, zur ersten Gabelung und dann wieder zurück. Und wie gesagt, die ersten 10 Minuten habe ich den Debuff. Wahrscheinlich die absolute Selbstüberschätzung. Die Gegner hier sind, glaube ich, alle so um die Stufe 20 und werden mal mit 15 angezeigt. Wie wenn du zu viel Alkohol getrunken hast. Also in-game. Das hier ist, glaube ich, schon. Das ist schon die Rettbahnhöhle. Wird wohl gerade freigeräumt. Habe ich Glück. Zack. Und wieder heim. Auch wenn es da drin viel Zinn gibt. Muss ich mich irgendwann mal drum kümmern, wenn ich mehr Zeit habe. Das ging schnell, hä? Ich habe eine Stunde Zeit und ich habe jetzt knapp 3 Minuten gebraucht. Was kann ich für euch tun? Bleibt auf dem Boden! Der bejubelt mich jetzt ganz viel. Na toll. Ich krieg als Belohnung ein Schild, das knapp schlechter ist als das, was ich von dir habe. Mögen eure Reisen sicher sein. Schönen guten Tag.
Auf dann. Was kann ich für euch tun? Man sieht sich. Ja, wegen dem Loot. Wenn du jetzt gesagt hättest Hunter, der wird am besten alleine gehen. Sowieso alles Hunter-Item. Inklusive Pet Heal Equip. Die ganzen alten Witze vergessen, ja? Der Hunter, der braucht alles. Auch Stoffsachen mit plus Heilung für seinen Pet zu healen. Das, genau, Pet Heal Equip. Das war früher Running Gag. Egal was gedroppt ist, immer Hunter Item, Hunter Item. Das Schlimme daran ist, ich war in... Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ja, siehst du? Ich war... Da war ich schon 60, glaube ich, oder knapp 60 und hat mein Bruder durch den versunkenen Tempel gezogen. Und da kamen noch ein paar Randoms mit, wir haben die Gruppe voll gemacht. Und da ist tatsächlich ein Schwert gedroppt, ein episches Schwert beim Endboss. Das hatte minimale Drop-Chance, das hätte ich gern gehabt. Weil für mich als Tank wäre es immer noch gut gewesen, obwohl es für Level 40 war. Weil es war sehr schnell. Hat zwar kaum Stats gehabt, aber noch ein Bonus, dass es eine Chance hat, einen Drachen zu beschwören, der dir hilft. Und ein Hunter hat es mir weggewürfelt. So ein kleiner Kack-Hunter, der noch nicht mal Schwerter gelernt hat. Und wie gesagt, waren sowieso keine Stats für irgendjemanden drauf. Das hat mich geärgert. Den hätte ich am liebsten. Ich werde ihm durch den Bildschirm kommen. Ich laufe jetzt echt noch 3 Minuten hier besoffen durch Stormwind. Wie oft mir das früher passiert ist, wenn ich abkürzen wollte. Knapp daneben gesprungen und zack, am Arsch abgekürzt. Ich glaube 1 Minute. Bin mir aber nicht mehr sicher. Der Rainer soll nochmal online kommen. Ich glaube, ich habe dem ein Rezept geschickt für die Alchemie. Hurtigkeitstrank.
Ja, dass er gucke, dass seine Schulter besser geht, damit er wieder online kommen kann. Wie geht's? Seid auf der Hut. Ich bin immer noch Level 20. So, aber ich habe hier noch mehr Quests in Stormwind zum Abgeben. Jetzt weiß ich nur nicht wo. Laufe ich mal durch Stormwind und gucke, ob irgendwo was aufblinkt. Gucken, ob in der Burg vielleicht was ist. Achso, ich habe jetzt gelesen, die Phase 2 von WoW Classics soll dieses Jahr noch kommen. Das heißt, was war denn das? Der Düsterbruch. Düsterbruch wird noch eingepatcht. Kannst du als Magier wohl sehr gut Gold farmen, alleine. Was ist da? Ja gut, das ist dein Sonnenaccount. Hordeflugpunkt. Thank you.
Gut, dass er sich nicht einfallsreicher Mann genannt hat. Hätte nicht so gepasst. Ja. Nice. Der heilige Mann hat dich wiederbelebt, hä? Ja. Achso, ich hab gar keinen. Ich hab ja gar keine Quest mehr. Die hatte ich ja doch schon abgegeben. Schönen guten Tag. Ich glaube, ich muss mir noch einen Twink erstellen. Jetzt schon mal erstelle und vorerst als Bankchar nutze. Genau. Ja, doch, das funktioniert aber. Man sieht sich. Tank LF, ne, Level 39 LFG Kloster. Der heißt Supersonic. Dem König, Freund. Seid vorsichtig. So, was mache ich jetzt? Genau, ich flieg nach Westfall und mach mal die Bruderschaft der Defias Quest. Tank, Level 29, LFG, Verlies, Gnome. Ehre dem König, Freund. Ziehe den Ehrenfreund. Thank you.
nötige Hilfe? Das Licht segne euch. Ach ja, die Bruderschaft der Defias, die Hin- und Her-Quest. Wie geht's? Auf dann! Ja, aber ich will die Quest, weil das ist ja die Vorquest für Van Cleef. Übrigens habe ich meinen World of Warcraft Classic Atlas wieder angeschafft. Da steht alles drin. Das ist ein richtig massives Buch. Ja. Das ist von allem die ganze Reiseroute. Dann die ganze verschiedene Länder, die Karten davon. Weiter hinten ist auch, wo du in welchem Gebiet welche Pflanzen findest, die ganzen Dungeons und alles. Nice. Minamoto, 2 DDs für Gnome. Ein Magier ohne Portsteine. Minamoto. So. Das ist ja noch gar nicht hier der, zu dem ich muss. Ich muss ja zu dem bei der SE7. Oh, Questtexte lesen, Leute. Questtexte!
Seid gegrüßt. Für die Allianz. Ach ja. Und wieder zurück. Das Licht sei mit euch. Das Licht segne Ja, gern geschehen. Jo. So war das früher. Seid vorsichtig. Ja, das nervt am Anfang ein bisschen. Aber mit jedem Level Up wird's mehr. Go, go, go.
Okay, die Leute hier nach der Todesmine suchen, sind alle so um die Level 16, 17. Ich dachte, die Gegner dort sind so um die Level 20, 25. Also ist der einzigste Gelackmeierte wieder der Tank. Der muss ein bisschen höher sein. Echt? Ja gut, heute habe ich dafür wahrscheinlich keine Zeit. Jeden Moment könnte meine Freundin heimkommen. Mal gucken. Morgen muss ich zu meinen Eltern, da helfe ich die Reife wechseln, Winterreife. Und ja. Hallo, du weißt, wer weiß wohin genau. Gar nicht gesehen, mein Chatbot hat sich wieder umgestellt, die Farbe ist wieder ganz anders. Du kannst aber schön hupse, ja gell? Gelernt ist gelernt. Ja, mein Chat. Vierwasser, also dann hast du wahrscheinlich dein Level up gehabt, hä? Ich bin außer Reichweite. Genau, die BFT. Übrigens, da oben in der Ecke siehst du, was? Der ist fitter als du. Ja, bisschen. Da oben in der Ecke, ganz da oben in der Ecke, siehst du, wenn jemand anderes im Teamspeak spricht. Das habe ich aber so eingestellt, dass ihr mich hört, aber das Teamspeak nicht. Deswegen kann es vielleicht so rüberkommen, als wenn ich mit mir selbst rede, aber da oben siehst du schon, wenn jemand spricht. Die wollten halt nicht in meinem Stream online sein, deshalb musste ich das so einstellen, dass nur ich sie höre. Oh. Übrigens, hier habe ich immer noch, was du dir abholen wolltest. So ein paar Deckel, die ich über die Jahre gesammelt habe. Das Licht sei mit euch. Ziehe den Ehrenfreund. Was, wer? Das reicht noch nicht ganz. Ja gut, ich tue, was ich kann. Ja gut, wenn es wirklich an seiner Schulter liegt, dass er offline ist, dann sei ihm verziehen. Gute Besserung gewünscht. Und dann kommt er zurück. Vor
vor mir läuft der Hannibal. Hä? Ich dachte... Wieso habe ich denn jetzt hier die Volksmiliz? Ich bin verwirrt. Muss ich die machen für die Bruderschaft der Defias? Gibt es in Ironforge in der vor der Tiefenbahn, glaube ich. Ja, das weiß ich leider nicht. Trinkgemuschte, ja, ich habe auch nicht mehr so viel zu trinken. Und ich habe so selten Anlässe zu trinken. Questtexte lesen. Außerdem habe ich ja gemeint mit den Kronkorken, ich unterstütze dich. Ich sammle nicht alle für dich. So viel packe ich ja gar nicht. nee, ich hatte es nicht mit dir. Ich wollte eigentlich mein Mikrofon muten, aber habe es entmutet und nicht aufgepasst. Ich hatte es mit meinem Stream-Chat. Ich mute dann es. Genau, ich habe hier drei Knöpfe. Einmal fürs TS zu muten, einmal für das Stream zu muten, falls ich euch was sagen will, was das Stream nicht mitkriegen soll. Und einmal für das komplette Mikrofon zu muten, wenn gar keiner was mitkriegen soll. Genau. So, jetzt die Frage, wo waren die komischen Defias? Die erste. Ja, aber es sind überall verschiedene. Ich brauche jetzt die erste, die müsste hier ziemlich im Norden von Westfall sein. Ja, ja gut, von der Stärke her, ich bin Level 20. Aber von der Quest her... Also ich habe die Zusatzleiste immer an. Direkt Charakter erstellt, erstmal alle Zusatzleiste angeschaltet, die es gibt. Thank you.
Okay. Jango-Schacht. Ich war schon immer nicht so gut im Gildennamen aussuchen. Das war die Gilde von einem Kumpel von mir. So könnte man sie natürlich auch nennen. Das wäre dann absolut Classic, weil das war auch meine allererste Gilde. Pullt denn auch, ey. Bis ich hier fertig bin. Ich muss näher ran. Ich dachte schon, bis ich hier fertig bin, klaut mir einer das Silber. Das brauche ich für Skillpunkte. Das ist zu weit entfernt. Thank you.
Wut. Bis sie eine Antwort hat. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Tja, du bist halt zu Imber. Deswegen haben sie dir das gesperrt. Also eigentlich habe ich heute mit einem Mikro-Stream gerechnet, weil ich nur ganz kurz online bin, aber irgendwie ist es jetzt doch schon wieder über eine Stunde. Freundin lässt sich Zeit. Nicht genug Wut. Thank you.
cool. Ich bin gerade durch Level 12er Kobold durchgecharged, ohne dass er mich angreift. Zweites Mal hat es nicht geklappt. Also gegen die Level 13er hier fühle ich mich auch schon ein bisschen imbar. Nicht genug Wut. So, ich brauche noch 4 Fallensteller. Und dann finde ich natürlich nur Schmuggler. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Gibt's doch nicht, ey. Für jeden Scheiß Pulle hier.
nicht genug Wut. Krieger braucht eventuell auch einen Bogen. Ein Krieger. Genau, und für die Stats, wenn es ein guter ist. So, Quest done. Ich zum Beispiel habe auch einen Bogen. Der ist zwar noch nichts Besonderes, der ist jetzt nur zum Pullen. Aber ich habe auch schon 98 Mal damit geschossen. Tank für DM gesucht, dann go! Toll, ich brauche die Quest gar nicht zu machen. Da unten steht der Verräter der Defense. Ehre dem König, Freund. Für die Allianz. Den muss ich begleiten. Pullinger. Du bist halt Besseres gewöhnt. Geier! 15 Monate! Nice!
Hier oben steht jetzt 16 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn du überhaupt online bist. Falls das nicht automatisch ging jetzt. Eine Runde ROE, dann streame ich auch. Ja, dann viel Spaß dabei. Ich werde gleich offline gehen. Ich habe morgen noch die letzte Frühschicht vorm Wochenende. Aber nur der halbe Tag. Oh, und meine Freundin kommt. So, meine Freundin ist da, das heißt, ich mache jetzt die Quest noch fertig und dann, genau, gehe ich offline. Und dann wird aus meinem Mikro-Stream ja doch eine Minute 20, eine Stunde 20 Minuten, so ungefähr. Also die habe ich jetzt schon voll. So. So, jetzt noch einmal zurück. Dann fliege ich noch nach Stormwind und lock dort aus. Was kann ich für euch tun?
die Questbelohnung ist nice. Seid vorsichtig. Für den Van Cleef. Oh. Das gibt's doch nicht schon wieder. Mir fehlen 93 Erfahrungspunkte. Zum Level Up. Hallo. Mögen eure Reisen. So, da sind wir wieder in Stormwind. Also ich... Ich verabschiede mich dann mal für heute. Jo, dir noch viel Spaß, wie gesagt. Vielleicht, je nachdem wie lange das morgen dauert und was meine Freundin so geplant hat, komme ich morgen Abend, nachmittags abends irgendwann vielleicht noch online. Wir werden es sehen. Bis dann. So, Leute, und bei euch verabschiede ich mich jetzt auch. Wie gesagt, der angekündigte Mikro-Stream war ja dann doch ein bisschen länger. Wie immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschö. It is natural to die.